Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Waste of Money Video präsentieren. Wir wollen ein bisschen Gold raushauen, beziehungsweise ich habe auch schon ein bisschen Gold rausgehauen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was wir uns so alles besorgen können. Als allererstes, was habe ich mir bis jetzt gekauft? Ich habe mir einen T3-Teil gekauft und es war wirklich ein Waste, weil ich blöderweise das Falsche gekauft habe. Klingt blöd, ist es aber. Ist aber leider so. Und zwar habe ich mir einen Schurkenteil gekauft und irgendwie dachte ich, dass es ein Leder-Item ist. Also Leder-Item, dass es quasi eins vom Druid ist. Und dann, als ich geboten habe, nochmal geguckt habe, dachte ich mir, ah, Dreck, das ist doch ein Schurken-Item. Was hat das gekostet? Ich habe es im Black Market Auktionshaus ersteigert für 407.000 Gold. Für einen Dudo-Teil hätte ich das liebend gern gezahlt. Für einen Schurkenteil, naja, ich hätte halt gerne das Druid-Set mal fertig, aber gut, jetzt haben wir halt das Ding hier für 400 irgendwas Kausen gekauft. Ist halt jetzt so. Was will ich jetzt heute noch gucken? Wir wollen ein paar Sachen im AH schauen und in den Wäldern von Terrok will ich auch noch ein bisschen Gold ausgeben. Das werden wir uns aber gleich anschauen. So, ich habe einmal schon mal gescannt und jetzt können wir mal gucken, was wir hier unter anderem noch haben. Achso, warte mal, ich habe wahrscheinlich gerade noch ein bisschen, naja gut, 1000 oder irgendwas sind jetzt hier noch drin, weil ich ein paar Sachen eingestellt hatte, aber egal. Wir haben hier einmal Hände, Leder aus Uldia, HC. Das möchte ich mir gerne einmal kaufen für 19k. Und dann hatte ich hier gesehen, es ist ein removeder Stoff, Kettenkopf drin. Nee, Platte ist es, so rum, jetzt aber. Und den möchte ich mir auch gern kaufen, für 105k ist der. Und sonst ist, glaube ich, nichts mehr hier drin. Und da will ich euch gleich nochmal was zeigen. Ich habe mir nämlich eine Tabelle angelegt, wo ich so ein bisschen besser dann die Sachen durchforsten kann, vor allem halt auch auf anderen Servern, ne? Und da werden wir gleich mal gucken. So, also das können wir jetzt schon mal lernen. Und das hier ziehen wir mal weg. Das schicke ich am besten. Ah, halt, bevor ich das wegschicke, müssen wir noch das eintragen. Und zwar, also jetzt schauen wir erstmal hier rein. Ich habe mir eine Tabelle gebastelt. T-Mog BOEs, hier ist es. Seht ihr? Und da habe ich mir quasi aufgeschrieben, einmal aus dem All the Things rausgesucht, alle Items, die ich noch brauche, die quasi BOE sind, also im Auktionshaus kaufbar. Und hier dann immer, wo man die herkriegt. Ne? Das sind ein paar Sachen aus Classic dabei, Gnomeregan, UBS, Kloster, Scholo, Burg Schattenfang, Stadtholm, Uldermann. Und dann in den anderen Expansions war tatsächlich überall nichts. Es geht dann erst mit WoD wieder los und vor allem in den Raids, hier Hochfels, Schwarzfelsgießerei, HFZ. Und da sind es dann tatsächlich Items aus dem Normal, aus dem HC, aus dem Mythic. Das ist ja alles unterschiedliches T-Mog-Gedönse. Und dann hier ein bisschen was Grabmal ist. Antorus ist jetzt halt hier Legion, auch mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Dann hast du das gleiche in BFA mit Uldir, BOD, Eternal Palace, New Leota. Und da seht ihr, das sind schon relativ viel. Und dann halt natürlich auch in Shadowlands mit Castle Nathria, Sanktum, Mausoleum, ne? Und dann sind es noch ein paar andere Sachen, auch in der normalen Welt außen. Hier so ein rotes Hemd, das kriegst du in die F, aber das kann nur der Hordler kriegen. Das ist von diesem Redshirt-Guy. Schlingendorn-Tal ist was, Sümpfe der Elends ist so ein Boss. Inselexpedition brauche ich tatsächlich nur ein Item, das ich nicht gekriegt habe. Dann ist eins bei Schmiedekunst und zwei bei Angeln dabei. Ein paar, wo man so in so Kisten drin hat. Hier sind es einige World Drops über die verschiedenen Expansions. Das meiste ist tatsächlich Wottel. Und dann habe ich übers Auktionshaus die ganzen removeden Items rausgeschrieben. Das sind tatsächlich wahrscheinlich nicht alle, aber ich habe jetzt mal vier große Server gescannt und die ganzen removeden rausgeschrieben. Und dann seht ihr, da sind halt schon ziemlich viel. Und was verfolge ich da für einen Plan? Hintergrund ist, ich kann diese Items über diese Liste nehmen und dann im Undermine Journal raussuchen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel einfach mal irgendein random Item. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier und remove das, ne? Und pack das quasi hier rein. Na gut, das Nummernzeichen brauchen wir nicht. Aber es hat es trotzdem gefunden. Dann sagt er mir, wie viel der durchschnittliche Preis ist. Und ich kann halt hier suchen. Auf Garrosh ist es halt für 100k drin. Kaufe ich mir das vielleicht auf Garrosh? Hier auf Antonidas ist es halt für 400.000 drin. Und auf Garrosh kriegst du halt für 100k. Das ist halt dann ein Viertel, ne, davon. Das macht dann halt schon Sinn, sich dann, ja, Gold mit wieder irgendeinem Item, ich habe das ja im letzten Video auch gezeigt gehabt, auf den anderen Server rüber zu basteln, sich da zu kaufen und dann spart man sich halt einen Haufen Gold, ne. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass ich immer mal wieder die verschiedenen Server scanne,
übers Undermine Journal und dann Sachen günstiger gekriegt von den Gedöns, was ich brauche. Okay, wird gerade im Stream schon geschrieben, ich kaufe schneller. Das war jetzt nur ein Beispiel, ich werde das jetzt gerade nicht kaufen, aber ja, falls mir das wegsnipen willst, macht das. 100k für das Ding ist wahrscheinlich ganz gut. Genau, also das ist zumindest jetzt das Ding, war relativ viel Arbeit, das alles rauszuschreiben. Und bei den removeden Items wären es sicher noch mehr. Und hier unten habe ich jetzt nur anderen Stuff drin, zum Beispiel gibt es aus Düsterbruch nur irgend so ein Peggle-Handbuch, das braucht man, glaube ich, für die Pala-Quest-Reihe, also diese Class Hall-Geschichte, wo man dann die verschiedenen Artefaktwaffen-Skins kriegt. Dann gibt es noch so einen Falianten für die Schildkröte für einen Mage, das kann man aus Cutter rausangeln, aber das will ich selber nicht angeln. Kostet irgendwie 200.000-300.000. Und dann sind es halt hier noch die Muster, die bei den Cutter-World-Bossen droppen, die werde ich aber wahrscheinlich selber farmen. Gut, okay, dann. Das ist aber nicht eine Million, sondern 100. Warte mal, habe ich mich verguckt? Mir wird hier gerade geschrieben, dass das eine Item, was ich jetzt gerade gesagt habe, eine Million war, nicht 100.000. Doch, das war, glaube ich, 100.000, was ich da eben gesucht habe. Aber ich hab's schon zugemacht. Gut, ist ja auch egal, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Okay. Genau, dann schauen wir jetzt mal weiter, was wir uns schon geholt haben, beziehungsweise die Items, die ich jetzt gekauft habe, die muss ich natürlich immer schön aus der Liste rausschmeißen, sonst ist sie natürlich nicht aktuell, deswegen habe ich die euch unter anderem auch gezeigt. Heißt, jetzt nehmen wir einmal dieses Item und dann suche ich das mal in meiner Liste und dann werden wir das nämlich auch einmal entfernen und zwar hier, das war aus Uldir und ich habe mir wahrscheinlich das HC-Item gekauft, oder? Schauen wir nochmal nach. Genau, das Heroic-Item. Heißt, ich kann jetzt hier in der Liste hergehen und das hier entfernen. Wenn es jetzt verschiedene Schwierigkeitsstufen wären, ne, dann müsste ich halt dann nur HC oder Normal rausnehmen. Aber das können wir jetzt tatsächlich Zeile löschen. Und dann ist wieder ein Item weniger. Und das andere, den Kopf hier, das ist ein Removed, das muss ich dann auch nochmal einmal entfernen. Und ja, also ich hoffe, dass ich durch diese Liste so ein bisschen den Vorteil habe, quasi die ganzen Sachen einfacher zu finden und vor allem, wenn es dann halt langsam weniger wären, immer schön auf den anderen Server noch ein bisschen gucken zu können. So, das können wir auch die Zeile löschen. Wunderbar. Gut, dann schicken wir das eine noch rüber. Telaplatte steht hier schon drin. Und das können wir verkaufen. Und dann schauen wir mal, was haben wir ausgegeben? 100, runden wir es mal auf, 27.000. Das war jetzt auf Blackmore, 127.000. Okay. Dann schauen wir als nächstes hier auf Antonidas, da habe ich auch schon gescannt. Hier haben wir einen Stoffteil drin aus Castle Nashria 226 für 30k. Das würde ich mal kaufen. Und was haben wir hier noch drin? Die ganzen Sachen sind relativ uninteressant. Ja, ne, da ist sonst nichts mehr, was rausgepatcht ist. Ich würde sagen, da können wir es tatsächlich bei belassen. Und das schon mal rausholen, das Item. Und dann können wir gleich noch drüber reden, was ich quasi in den Wäldern von Terroka machen will. Da möchte ich nämlich auch noch ein bisschen Gold ausgeben. Warte mal, das schicken wir rüber zu meinem Stoffchar. Dem hier. Der kann das nämlich lernen. Können wir da schon mal ausloggen. Und ja, also, was habe ich vor? Es ist so, dass ich aktuell gerade die verschiedenen Gebiete am Durchquesten bin. Red of the Lich King habe ich ja hier schon soweit fertig gemacht, ne, das ist nur noch ein Dalaran bei so Händlern was. Und aktuell bin ich ein bisschen in der Scherbenwelt dran. Ich habe hier in den Wäldern von Terroka schon alles durchgequestet. Jetzt habe ich hier nur noch ein paar Rares, die Items droppen. Bei diesen Rares ist es so, die muss man sich beschwören. Und dann braucht man erstmal ein paar Staub, um sich bei einem anderen NPC ein Elixier zu holen. Und wenn man das Elixier hat, kann man NPCs sehen, ne, wenn man das einsetzt, die dann wiederum so Seiten droppen. Und mit den Seiten kann man dann diese Mobs beschwören. Heißt, es ist ein Haufen Gegrinde, um dementsprechend die zu beschwören. Die Seiten sind aber nicht quasi seelengebunden. Du kannst dir immer Haar kaufen. Durch dieses quasi Auktionshaus, was jetzt EU-weit geshared ist, hat man halt den Vorteil, dass man die relativ... Ja, günstig ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber man kann auf jeden Fall einen Haufen MH kaufen. Die kosten, ja, unterschiedlich, ne, zwischen 30, 40, 50 Gold im Auktionshaus. Und ich habe mir überlegt, dass ich einfach die alle kaufe, diese Mobs beschwören, mal gucken, wie viele Seiten ich da kaufen muss. Ob da, wahrscheinlich wird da einiges an 1000 Gold zusammenkommen, man braucht immer 10 Seiten für einen Boss. Und ihr seht, ich brauche einiges an T-Mog. Ich werde natürlich jetzt in dem Video nicht alle Kills damit reinhauen, aber ich werde euch dann gleich zeigen, wie viel wir quasi ausgegeben haben. Und zwischendrin scannen wir noch ein paar andere Auktionshäuser und schauen wir mal, was da noch so alles dabei ist.
So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen hier umgeloggt und auch schon gescannt. Einmal bin ich jetzt hier auf Lothar und hier geht's schon los mit den Items bei 46.000. Also das ist relativ uninteressant. Tatsächlich auch keine removeden Sachen. Wo sind denn die ersten removeden? Hier bei 237k. Das ist mir aktuell da ein bisschen zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Aber was ich mir halt überlegt habe, dass wir die Seiten hier schon mal kaufen. Und ich würde sagen, also ich brauche 10 Seiten, um einen Boss zu beschwören. Heißt, 100 wären 10. Ja, wenn ich mir jetzt 1000 Seiten kaufe, was kosten das? Verlorene, hier, die Dinger. 1000 Seiten wären 28.000 Gold. Brauche ich 1000 Seiten? 100 Bossbeschwörungen? Machen wir mal weniger, machen wir mal 500, oder? Dann haben wir 50 mal den Boss beschwören. Das wird eigentlich passen, würde ich sagen. Was ich halt machen will, ne, ihr seht's, ich habe hier meinen zweiten Account am Start, mit dem habe ich auch schon gescannt und ich habe noch einen Test-Charm mitgenommen. Mal gucken, weil das ist es einmal Kette, Platte und Stoff. Dann könnte ich alle drei Rüstungsklassen abdenken. Ich weiß halt nicht, ob das mit dem Test-Charm klappt, dass ich dementsprechend das auch looten kann. Das müssen wir jetzt dann gleich mal testen, ne? Also den habe ich mir jetzt gerade auf einem Test-Account erstellt, einen Level 10er-Charm. Mal gucken. So, jetzt schauen wir hier mal auf Equin noch. Da habe ich jetzt auf dem zweiten Account gescannt. Und hier geht's halt auch schon bei 50k los. Irgendwelche rausgepatchten Sachen. Nope. Wo geht's denn da mit den ersten rausgepatchten los? Hier. 400.000. Ja, gut, das lassen wir vielleicht jetzt auch erstmal sein. Dann haben wir jetzt hier schon mal 14.400. Gehen wir jetzt hier einmal Lothar. 14.000. Und das war Equin. Dann machen wir mal 0. Und ich würde sagen, ich beschwöre jetzt ein paar Bosse, hau die um und mal gucken, ob die Seiten reichen, beziehungsweise ob der Char das auch looten kann. Und dann sehen wir uns wieder, sobald ich die Seiten rausgepfeffert habe. Gut, kleines Update zwischendrin. Ich habe den ersten Boss gekillt und auf dem Hunter, der Loot ist quasi Stufe 27, also das kann ich leider knicken. Bedeutet, den können wir hier wegporten. Das ist leider, leider RIP. So, da Leute, ich bin jetzt fertig mit meinen Seiten. Ich hatte jetzt noch 190 über, also 19 Tries hatte ich nur über, bedeutet 31 Boss-Kills hatte ich gemacht. Übrigens, ich hatte ja vorhin gesagt, dass das mit dem Test-Account keinen Sinn macht, weil die Items ja Itemstufe 27, oder? Ja, 27 waren, in der Charts-Stufe 10 ist, aber wenn die Sachen seelengebunden sind und man die bekommt, die quasi vom Level drüber sind, lernt man trotzdem das T-Mog. Also hat sich rentiert mit dem Test-Char. Heißt als Learning für mich, wenn ich jetzt irgendeine seltene Rares farm mit T-Mog, kann man sich eigentlich eine Armada von Test-Chars auf demselben Battle.net-Account erstellen, die da hinstellen, Zeug looten, solange das seelengebunden ist, brauchen die nicht das Level und kann das ganze T-Mog lernen. Vielleicht wird das nochmal irgendwann nützlich für mich oder für einen von euch, der jetzt sowas auffahrt. Gut, jetzt habe ich weitergeloggt und schon auch gescannt hier auf Erida und da habe ich einen Stoffteil gesehen aus dem Mausoleum, aus dem LFR, 29k, das würde ich sagen, typen wir uns mal ein. Und sonst ist hier eigentlich jetzt nicht sonderlich viel Interessantes dabei. Da wird es dann schon sehr, sehr teuer. Nee, das Initianten hätten wir hier noch, aber das ist jetzt uninteressant. Das können wir jetzt schon mal rausholen. Da haben wir es. Und das einmal können wir... Warte mal, erstmal tun wir es aus der Liste wieder rausstreichen. Und zwar, wo haben wir es? Also, dass ich das jetzt auch immer schön mache. Also, das suchen wir einmal. Da haben wir es. Und das war aus dem LFR, ne? Richtig? Genau, LFR, die Hände. Bedeutet, hier muss ich jetzt nur LFR streichen. Und damit ist quasi wieder ein Item weniger. Und das schicken wir jetzt einmal. Ich weiß gar nicht. Ah, der Magier, der ist schon Max-Level, ne? Auf Erida habe ich jetzt hier schon ein bisschen gelevelt. Gut, das waren jetzt 29k. Heißt, da loggen wir schon mal aus wieder. Und dann tragen wir in der anderen Tabelle Erida 29 ein. Und ja, parallel habe ich dann auch noch auf einem anderen Server gescannt. Und zwar sind wir hier auf Black Hand. Da habe ich jetzt aber nichts Interessantes gesehen. Da fängt es bei 35k an. Hier habe ich auch keine Max-Level-Chars. Also selbst wenn ich das kaufen wollen würde, ne, könnte ich es nicht lernen. Und sonst ist da eigentlich nichts Tolles dabei. Das Einzige, was ich jetzt hier gesehen habe, diesen
Dämmerhafenzylinder für 177.000, der ist ja von den Inselexpeditionen. Aber, ja, den gibt es auf anderen Servern für 100.000, also den werde ich hier auch nicht kaufen. Bedeutet, hier könnten wir theoretisch mal sagen eine 0 und dann scanne ich mal noch aufs Thrall. Und danach können wir ja noch schauen, ob wir auf irgendwelchen anderen Servern was kriegen. Oder ich kaufe mir mit dem mit einem von meinen Magiern diesen letzten Folianten aus dem AH. Da muss ich auch mal gucken. Oder wir machen beides. Mal schauen, was wir jetzt noch auf dem letzten Server finden. Gut, ich habe noch ein bisschen weiter gelockt. Und zwar einmal auf den letzten Server, den ich noch habe. Hier ist Rull. Und da habe ich schon ein, zwei Items gesehen, die interessant aussehen. Als erstes hätten wir jetzt hier ein Item aus dem Mausoleum. Ist aber blöderweise Platte und da brauche ich hier einen Level 60er Char und auf Thrall habe ich leider keinen Stufe 60er Char, der Plattengear tragen kann. Deswegen RIP 19.000 Gold wäre günstig, aber naja. Hier ist ein Kettenteil aus dem Sanktum der Herrschaft. Zum Glück habe ich den Hunter hier irgendwann mal auf Stufe 60 gelevelt. Das können wir uns schon mal kaufen. Das können wir nämlich dann auch gleich anlegen. Und sonst ist das hier uninteressant. Ich habe jetzt hier diese Stiefel gesehen, ne? Die kosten 150.000 sind es, ne? Das ein Silber ist geschenkt. Und eigentlich wollte ich nur so bis 130, 140 die Sachen kaufen. Ich habe das jetzt aber mal nachgeguckt, ne? Die Schuhe. Und diese Schuhe gibt es genau zweimal auf allen EU-Reams. Einmal auf dem Server, wo ich gerade bin, auf Thrall, für 150 und auf einem anderen Server für fast 400.000. Ich würde sagen, angesichts dessen, dass diese so selten scheinen, würde ich sagen, kaufe ich die jetzt auch für 150 und gut ist. Tüt mir die Dinger ein. Und dann würde ich sagen, lerne ich schon mal das hier. Halt, und das muss ich in meiner Tabelle ja noch eintragen, dass wir das nicht vergessen. Also, wie heißen die Teile? Kordel. Machen wir das gleich mal, dass wir das nicht verplanen. So, also... da habe ich das Ding zum Suchen. So, die Kordel. Haben wir sie da? Kordel. Damit habe ich eben gelernt. Was war das denn? Das war doch kein Mythic-Item, oder? Ah, das ist Mythic Non-Fated. Ah, verstehe. Okay, es ist doch ein Mythic-Item. Plus die Non-Fated-Version. Das ist ja dann aber egal, dann können wir das, weil ich wollte gerade sagen, die können wir eigentlich komplett rausschmeißen, ne? Dann habe ich das in allen Schwierigkeitsgraden, können wir schon mal löschen. Gut, und das andere Item trage ich jetzt gleich nochmal so ein, da muss ich aber eh umloggen. Das speichern wir uns jetzt auch mal einmal ab. Okay, gut, das schicke ich dann einmal hier auf den Stoffchar rüber, den Hexer, da habe ich mir extra einen Testchar gemacht. Wait, habe ich den... das kann ich nicht rüberschicken. Ich habe, glaube ich, meine Testchars mal temporär gelöscht gehabt. Heißt, ich muss mir dann einen neuen Testchar erstellen, so wie es aussieht. Okay, gut, da gucke ich dann gleich nochmal, wie das aussieht. Und ja, das andere, was ich jetzt noch geguckt habe... seht ihr? Das machen wir dann gleich. Das andere, was ich jetzt noch geguckt habe, ist hier mit dem Magier. Und da hätten wir ein letztes Teil, was ich brauche von diesen Folianten. Da kann man nämlich quasi seinen Schieb umgestalten. Und eine Geschichte... Achso, da muss ich immer die Klammern wegmachen. Machen wir das mal so. Und eine Geschichte ist der Foliant für die Schildkröte. Und der ist relativ teuer hier. 223.000. Ich werde mir das aber trotzdem kaufen. Einfach, dass ich das jetzt endlich mal weg habe. Und dann ist aus den ganzen Cuttergebieten das einmal raus. So. Dann holen wir uns das Ding. Das kann ich blöderweise auch nicht auf einem anderen Server kaufen, weil ich halt hier den... ich habe nur, glaube ich, zwei Magier. Einen hier auf Lothar und einen auf Erida. Und da auf Erida ist tatsächlich sogar teurer, das Ding. So. Dann tragen wir das jetzt... Einmal 223.000 waren das. Wo haben wir es? Lothar plus die 14, die ich vorhin ausgegeben habe. 223 plus die 14 haben wir 237. Und auf Thrall, was war das? Das waren, glaube ich, einmal 150 plus nochmal 30 waren das, ne? Also 180.000. Gut, dann sind wir damit zusammen bei 600 und
3 und da haben wir auch die 1 Million zusammen, die wir rausgehauen haben. Ich hatte jetzt zwar noch das ein oder andere Item rausgesucht gehabt, das ich vielleicht eventuell auf einem anderen Server kaufen kann, aber da war jetzt auch kein super duper Schnäpper dabei, deswegen würde ich sagen, verschieben wir das dann auf die nächsten Gold Waste Videos. Die Millionen, die wir etwa so anpeilen, ist jetzt zumindest erreicht und ja, dann sind wir auch tatsächlich am Ende mit der kleinen Aufnahme. Ich werde jetzt erstmal wieder versuchen, ein bisschen Gold einzunehmen und dann sehen wir uns ja in ein paar Tagen, Wochen wieder, wenn es wieder heißt Waste of Money. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.